So, wie viel hast du noch Ja, bis ich muss zum mal wieder Level up? Platz machen. 9%. Das heißt, eine Ini geht noch, oder? Ja, sieht wohl so aus. Und wenn du hier wieder verkaufst, dann mache ich das auch mal schnell. Okay. So, ja. Ich habe Post vom Postmeister. Okay. Mal schauen, welche von den dreien jetzt kommt. Kann ja nur eine von den dreien sein, die wir schon waren. Das baut mich nicht gerade auf. Ja, die, sobald du Level 73 wirst, bekommt auch Anka halt mit rein in die Randomster. Und kurz darauf noch feste Draktaron. Wobei feste Draktaron eine richtig coole ist eigentlich. Fest. Achso, du meinst ins Random, im Ja. Random Pool meinst du jetzt, ja. So spezifisch können wir schon rein, aber bei den Random Innies die wählt immer nur drei aus. Noch eine Runde Nexus. Nexus, Nexus. Was ist das denn? Uff, Ach wen ja. meinst du? Wir Da haben. waren, die hatten gerade so eine komische Bubble um sich rum. Wir haben eine Hexe und eine Jägerin. Und die Jägerin kommt sogar von deinem Realm. Wie du sagst, aber auf der falschen Seite. Ja. Müssen wir gleich mal spucken. Du und dein Spuckmakro. Ach, hab ich dir das schon erzählt? Letztens sind wir am Sonntag haben wir zur zweiten Ehrenfeste geraidet. Okay. War sehr lustig. Das haben wir ganze 4 Stunden durchgezogen. Ehrenfeste von der Von Horde einer besetzt, gesamten. Ja, das Lustige war, der Flugmeister war sozusagen dauertot, genauso wie die Questgeber. Ja, und die paar Hunderte, die versucht haben, uns zu quatschen, auch. War sehr witzig, ein Mage und meine kleine Wenigkeit als Paladin. Und irgendwann ist dann noch ein Schurke aus unserer Gilde dazugekommen und ist noch lustiger geworden. Erinnert mich daran, dass als ich mal gesagt habe, oh, da hat ein Hordler PvP an vorm Raid. Nur ist sofort hergekommen und hat draufgehauen. Jo, bei Ich hab uns war es, dann hey, den, das. ich hab dann den Priester einen Frosch gegeben, der versucht hat, den zu heilen und ja, dann sind sie umgefallen. War ein sch richtig schönes Gemetzel vor der Inni. Naja, bei uns war es eher ein Massaker. Also, da war echt so ein Level 100 Hunter, schaut ihn an, also schaut einen Mage an. Beobachtet ihn, fliegt hoch, macht PvP an, kommt wieder runter, geht voll auf meinen Mage los. Er läuft so ganz gemütlich, so Stück für Stück aus der Ehrenfeste raus. Sie fetzt hinterher, ich flieg schräg über hinterher vom Tor, lasse mich einfach runterfallen, ziehe meinen Burst, putz, putz, tot. Jo. Bitter. Ich meine, sie hätte mich sehen müssen. Ich war direkt über ihr. Aber gut. Yay. Hunter halt, ne? Oh, ich habe gerade mit meinem heiligen Zorn die Kristallspinne da nebenbei erwischt. Deswegen hat das da so ein 11K-Crit reingehauen gerade.
Hey, die LFK-Spinne, Die LFK-Spinne. Ich habe mich da bloß gerade so gewundert, hä, was hat denn da jetzt gerade 11k Schaden gemacht? Und dann sehe ich, oh, da war ein Kleintier im Weg. Man, Dann war da so ein wir Dugo crushen mit ja schon. 10. Und der dachte, ja gut, wenn sie sich aufteilen, dann kann ich denen vorhin, dann kann ich die so richtig zerlegen, ne? Dann mein Mage wird so ein bisschen weglaufen, kam die Katze aus ihrem Stealth, ne? Und er bloß so, ja, ich habe die Katze wieder am Arsch. Okay, boots, 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 tot. War sehr lustig. Ja, irgendwann dann um 24 Uhr am Abend hat sich dann irgendwo eine Gruppe versammelt von all den Leuten, die wir den ganzen Tag über geklatscht haben. Ich glaube, das waren dann irgendwas zwischen 5 und 10. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das waren, weil auf einmal alles zu war. Und haben so auf uns eingeprügelt, da war dann keine Chance mehr. Was ist mit unserem Hexer? Der kommt gleich. Ah. Was war das denn? Ich weiß auch nicht. Mein Gott. Wir spielen tatsächlich gerade die Mechanik vom Boss. Ich glaube eher, da war noch ein bisschen was vom Trash mit dabei. Der Hexer macht nix. Also nicht ich, sondern der andere. Feuersbrunst steht als einzige Schadensquelle bei ihm drin. Was? Feuersbrunst? Feuersdunst. Ups. Muss ich mal von den Hunden fernhalten. Ja, die hindern mich ja auch gerade da daran, meine Weihe einzusetzen, weil sie mich ständig silenzen. Da vorne steht er schon wieder. Wenn ich jetzt da runterspringe, dann wird dein Pet sowieso wieder alles pullen, ne? Ich bin schon runtergesprungen von dem her. Jetzt hat's alles gepult. Wäre ja sonst langweilig. Irgendwie schon, ja. Ich habe nicht umsonst Hexer genommen. Na, Yes. Ivan Du, unbedingt haben wollte und der jetzt eh nicht mehr mitspielt. Nur dafür habt ihr jetzt einen Platz für einen Heiler. Gehabt. Wenn du willst, du kannst dir meinetwegen als Dauergast dabei bleiben. So ein Heiler, einen privaten, das ist immer schon was ganz, ganz ganz Tolles. Verkürzt die Wartezeit für Innis zumindest nochmal ungemein. Nicht, dass die jemals lang gewesen wären mit mir als Tank, aber. Aha.
dir mal das? Was wird überbewertet? Spuckt auf den Hunter. Ich möchte 1% mehr Schaden machen, Baste. Level up. Oh, der Foliant ist wieder gedroppt. Geht's nicht. Bist du auch im Club der 73 angekommen? Ich verstehe es aber immer noch nicht genau, wie du es jetzt geschafft hast, nochmal 35% weiter zurückzufallen in der ganzen Zeit. Das verstehe ich auch nicht. Blizzard hat einen Finger auf mir drauf, so weil am aus. Anfang waren es am Anfang waren es 15%, die machen die ganze Zeit bei mir. Ja, am Anfang waren es 15%, jetzt sind wir bei 50, weil ich bin schon wieder bei 50% vom nächsten Level. Vielleicht weil ich fast dich einfach nur in den falschen Hotel eingebrüttet, in den falschen Gasthaus. So, wir waren in ein 5-Sterne-Gasthaus und du warst in ein 2-Sterne-Gasthaus oder so. Ich hab dich einfach nicht gut genug erholt. Qualität macht's aus. Kannst den Baum gleich mitbringen, der wird eh immer gepult. Ja, deswegen habe ich schon gleich gleich draufballert. Moment, da geht's ja gar nicht weiter. Ja, da ist eine Wand. Hey, Wand. Wollt ihr denn an einem bestimmten Punkt dann wieder anfangen zu questen? Ich weiß es noch nicht. Irgendwann müsst ihr questen. Ja, ich weiß. Spätestens mit Level 90 wieder. Weil dann das Gear nicht ausreicht, um in die Indies dann zu kommen. Einen großen Dank an Gott, wenn wir mal so weit gekommen sind. Oh ja. Yeah. Brenne.
Hinten ist noch einer, ne? Den ich jetzt Akku hab. Da ist er gestorben. Ja, wenn er sich den ganzen Kampf über nicht bewegt, wundert's mich auch nicht. Bei was? Bei dem Kampf muss man sich hin und wieder mal bewegen. Das deckt so ein toller Buff hoch, der immer, je länger man sich nicht bewegt, umso mehr Schaden kriegt man. Warum ist da jetzt noch jemand dort? Da kommt noch was. Einfach Instanzgruppe verlassen, wir sind hier doch eh fertig. Und Chrissy hat da anscheinend eh schon wieder keine Lust mehr, weil er schon Level 73 jetzt geworden ist. Was heißt hier schon wieder? Wir haben drei Level, wollten wir. Drei Level haben wir. Na gut. Wie lange haben wir jetzt insgesamt Aufnahme? 1,39. Gut, das werden 5 Folgen. Wunderbärchen! Das heißt, wir haben 5 Wochen wieder, bis wir das nächste Mal aufnehmen. Wie viele Folgen haben wir geschafft? 5. 5? Cool. So Richtung 24. Oktober, was müssten wir wieder aufnehmen? Ganz, ganz grob. Also dann, ich verabschiede mich dann auch mal von unseren Zuschauern. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal wieder was anders machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme mit Mindestziel Level 76. Will aber eher Richtung 77 was machen. Ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und wer weiß, vielleicht ist der Kenji das nächste Mal ja auch wieder mit dabei. Ja, wir sehen das. Wir werden sehen. Und weil der Chrissy jetzt eh schon wieder offline ist, ich mache jetzt die Aufnahme aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!